In diesem Video erfährst du, was es eigentlich mit den ganzen Stati auf sich hat, wie das funktioniert, wie dir das viel Zeit sparen kann und vor allem, wie du dadurch den Kopf wirklich frei bekommst. Ich habe jetzt einfach mal eine neue Hochzeit angelegt für den 27.06.2019 und dann ist der Status aktuell in angefragt. Es gibt jetzt noch verschiedene andere Stati, die sind vordefiniert, die kannst du nicht ändern, aber die sind für uns Hochzeitsdienstleister, Fotografen, Videografen, für Leute, die sehr, sehr ähnliche Abläufe dazu haben, perfekt geeignet. Also, es kommt jetzt eine neue Anfrage rein. Die Marlene Hammerbinder hat eben gesagt, hey, wir heiraten am 27.06.2019, bist du noch verfügbar? Und jetzt ist dieser Kontakt im Status angefragt oder dieser Auftrag ist im Status angefragt. Der Status betrifft immer den jeweiligen Auftrag. Wenn du andere Aufträge hier noch hast, dann haben die unterschiedliche Stati. So, jetzt sagen wir einfach mal, wir schicken über das Postfach eine neue E-Mail raus, wir schicken die Preise raus, die Infos raus, was auch immer. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe diese Anfrage mal beantwortet, das ist für mich jetzt okay, ich muss da jetzt nichts mehr machen, dann fügst du diesen Status oder diesen Kontakt, diesen Auftrag in den Status beantwortet. Du änderst da einfach beantwortet und sagst, ja, du willst den Status ändern. Und jetzt ist der Kontakt im Status beantwortet und das heißt für dich, du musst vorerst nichts mehr machen. Der Kontakt ist beantwortet, du hast mal frei für heute. Wenn das Brautpaar dann zurückantwortet, dann kannst du wieder E-Mails hin und her schreiben. Wenn das Brautpaar zum Beispiel nicht antwortet, dann könntest du dir hier eine To-Do anlegen, die dich daran erinnert, hey, du solltest da mal nachfragen. Ich habe mir zum Beispiel eine To-Do angelegt, bitte, lieber Office Butler, informiere mich 14 Tage, nachdem der Kontakt in diesen Status gekommen ist, daran, dass ich da mal nachfragen muss. Und heute ist der 5. Juli und am 19. Juli, also in 14 Tagen, werde ich daran erinnert. Wie das mit dem To-Do-Listen da funktioniert, mit dem Fälligkeitsdatum, da gibt es ein eigenes Video, aber das funktioniert eben nur, weil wir den Status geändert haben. Weil der Office Butler jetzt weiß, okay, dieser Auftrag ist jetzt im Status beantwortet und ich muss in Andreas oder den User eben mich 14 Tage danach erinnern. Wenn dann das Brautpaar sagt, hey, sie wollen zu dir ins Studio kommen, sie wollen dich persönlich kennenlernen, ihr wollt das irgendwie besprechen, dann könntest du zum Beispiel das Brautpaar oder den Kontakt eben in den Status Besprechung wechseln. Und da kannst du dir dann wieder eigene To-Dos anlegen, dass du sagst, okay, wenn der Kontakt im Status Besprechung ist, dann muss ich mir einen Termin ausmachen, dann muss ich mich vorbereiten für dieses Shooting, für diesen Besprechungstermin, ich muss vielleicht den Buchungsantrag vorher schon ausdrucken, ich muss vielleicht einen Kaffee herrichten, was du halt dann für To-Dos hast. Aber das soll dir signalisieren, hey, dieses Brautpaar will besprechen kommen. Und du kannst dir dann abhängige To-Dos zu diesem Status anlegen, sodass du einfach den Kopf frei hast und der Office Butler dich automatisch informiert, hey, du hast da ein To-Do, die wollen Besprechung kommen, das heißt, du musst einen Termin ausmachen, du musst das Studio putzen, was auch immer. Man kann natürlich auch diesen Schritt auslassen. Wenn der Kontakt ihm beantwortet ist und sie sofort buchen wollen, kannst du auch direkt auf den Buchungsprozess überspringen. Das heißt, du musst das nicht der Reihe nach machen, aber das sind einfach solche Prozesse, die bei uns Hochzeitsdienstleister sehr häufig gebraucht werden. Wenn das Brautpaar dann sagt, lieber Andreas, yes, wir wollen dich buchen, das passt für uns, dann würde ich den Kontakt in den Buchungsprozess schmeißen. Das heißt für mich wieder, lieber Andreas, du musst bitte den Buchungsantrag schicken, hier, du musst vielleicht die Rechnung schicken, du musst vielleicht... Was du halt dann für Prozesse dahinter hast. Aber das soll dir einfach signalisieren, die Marlene will für die Hochzeit am 27.06.2019 buchen, also musst du da noch ein paar Dinge machen.
wenn die dann gebucht haben und du alle To-Dos erledigt hast, dass du sagst, die haben den Buchungsantrag unterschrieben, die haben die Anzahlung bekommen. Das siehst du ja dann hier auf der linken Seite, ob du das gemacht hast, das kannst du ja dann alles abhaken, dann kannst du den Kontakt in den Status gebucht setzen. Und im Status gebucht heißt einfach für dich, okay, die haben gebucht, das ist safe, vielleicht hast du noch ein, zwei To-Dos zu erledigen, aber grundsätzlich passt das für dich. Dann kommt die Hochzeit am 27. Juni 2019 und am nächsten Tag oder wenn du eben dann ready bist, fügst du den Kontakt in den Status nachbearbeitet. Und das heißt für dich wieder, okay, die Hochzeit, der Auftrag ist vorbei. Du musst jetzt noch nachbearbeiten, du musst noch die Fotos bearbeiten, die Fotos vielleicht senden, du musst vielleicht noch die Rechnung schicken, du willst vielleicht noch eine Bewertung fragen, was auch immer. Auch hier hat wieder jeder seine unterschiedlichen To-Dos, aber das signalisiert für dich, hey, du bist in diesem Status. Und wenn du dann den Kontakt komplett oder den Auftrag komplett abgeschlossen hast, dann kannst du hier auf Beenden klicken. Und wenn du da auf Beenden klickst, dann ist dieser Kontakt mit diesem Auftrag beendet und für dich zu Ende. Du verlierst natürlich nicht die Daten, du kannst alles noch einschauen, aber der Kontakt ist mal beendet. Sollte während dem ganzen Prozess das Brautpaar stornieren und sagen, du nee, wir wollen doch nicht, kannst du natürlich den Kontakt auf Stornieren klicken. Das zeige ich dir in einem anderen Video. Es gibt auch noch die Funktion Archivieren, auch das gibt es in einem anderen Video. Der Vorteil von diesen Stati ist einfach, dass du entsprechende To-Dos mit entsprechendem Fälligkeitsdatum erstellen kannst. Da würde ich sagen, du schaust auf YouTube oder auf der Help-Seite vorbei zum Thema To-Do-Vorlagen. Da gibt es richtig coole Vorlagen, wie du dir das erstellen kannst. Außerdem siehst du dann in der Statusübersicht, welcher Kontakt mit welchem Auftrag befindet sich in welchem Status. Hier sehen wir gerade, die Hammerbinder Marlene hat hier eine Hochzeit und die befindet sich im Status nachbearbeitet. Also hier solltest du noch die Fotos senden, damit das beendet wird. Hier sehen wir auch gleich, der Schwarz Andreas ist ein Testaccount, ist im Status beantwortet, da habe ich die E-Mail beantwortet, da habe ich vielleicht nachgerufen, aber ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ich weiß noch nicht, wollen die buchen oder nicht, das heißt, da muss ich vielleicht in ein, zwei Tagen nochmal nachhaken. Oder hier, die zwei Kontakte haben angefragt, aber da habe ich noch nichts zurückgeschickt, da habe ich noch nicht telefoniert, da muss ich natürlich jetzt noch agieren. Und das funktioniert aber nur wegen den Stati. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen, deine Aufgabe ist es einfach, immer die Personen in den jeweiligen Stati zu bekommen. Wir haben schon einige E-Mails bekommen, ob das nicht möglich wäre, wenn der Kontakt im Status angefragt ist, wir eine E-Mail schicken, dass wir den Kontakt automatisch im Beantwortet wechseln. Technisch wäre das gar kein Problem. Aber ich möchte das nicht, weil vielleicht hat jeder Hochzeitsdienstleister andere Möglichkeiten, andere Dinge. Der eine fügt den Status sofort, beantwortet sofort nach der ersten E-Mail rein. Der andere wiederum sagt, naja, ich will zuerst den Fragebogen schicken. Der Fragebogen soll zuerst zurückkommen und dann schicke ich erst meine Preise raus. Und dann ändere ich das erst auf beantwortet. Deswegen werden wir das nicht automatisiert machen, da viele Leute wahrscheinlich einen anderen Ablauf haben und ich da einfach nicht zu sehr in den Prozess von euch eingreifen möchte und euch da einfach die Möglichkeit geben möchte. Genau, das ist mal ein Video gewesen zum Thema Status. Wenn du da noch Fragen hast, dann nütze hier einfach die Nachrichtfunktion. Da kannst du mit dem Support-Team direkt Kontakt aufnehmen und dann helfen wir dir sehr, sehr gerne weiter. Cool, das war's mit dem Video. Vielen Dank, bis bald.